Servus, liebe Leute, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Ich hoffe mal, dass wir hier nicht einen AFK-Jungen haben, der gegen uns spielt. Er hat bis jetzt noch ewig gebraucht für seine Aufstellung und für seine Armeeauswahl. Mal sehen, ob er da ist. Bin mal gespannt. Wenn nicht, dann brechen wir das Video natürlich ab. Können uns ja mal derweil unsere Armee so ein bisschen aus der Nähe anschauen. Oh! Ich glaube, er ist doch da. Was jetzt? Hilfe! Eine Kamera spinnt. Okay. Ist er da? Tatsächlich ist er da. Witzig. Okay, der hat auf jeden Fall ewig gebraucht, der Junge. Okay, was hat er denn? Also wir spielen mit dem Imperium gegen die Vampire. Er hat Manfred von Karstein dabei mit Menge Zauber. Das trifft sich ganz gut. Und wir haben nämlich zwei Greifen. Boris und den Bestienmagier hier. Hier drüben sind noch Blutritter, das habe ich mir schon gedacht. Dagegen haben wir unsere Speere und Demigreifen. Und mit unserem Luminak feuern wir natürlich auf seinen General. Und mit unseren beiden Fliegern machen wir seine Fledermäuse platt, würde ich sagen. So schaut der Plan aus. Die anderen laufen mal einfach so ein Stückchen vor. Und daneben der erste Schuss, schade. Aber egal, hoffentlich können wir ihn fassen. Okay, Spirit leecht uns, das ist okay. Wie viel braucht das Overcast hier nochmal? 22 jetzt schon, okay. Ja, okay, aber wir haben ja auch noch unseren Luminark. Mit dem haben wir ja auch noch ein Netz. Können wir ihn ja auch netzen damit. Wir bringen hier einfach mal so zwei Speere her. Ja, was wir auch noch haben ist, die Ritter des Sonnenordens hier. Ganz lustig. So, und wenn das Netz unseres Luminax nachlässt, dann kriegt er das Netz mit unserem Magier drauf. Das overcastet er sogar, mal sehen. Und ein Fed of Buna auf unsere... jetzt treff doch mal was, du Horst. Wir können trotzdem weiter auf seine Fledermäuse gehen, wunderbarst. Ich hoffe mal, dass unser Luminak jetzt mal was trifft. Das wäre natürlich schon schön, weil unsere Sigma-Söhne wurden schon ganz schön zerschnetzelt, leider durch den Fade of Pure, und ich habe jetzt auch keine Lebensmagie dabei. Ja, in der Frontlinie hat er eine Menge Geister, das ist Hardcore. Bisschen doof. Aber wir haben unsere Ritter des Sonnenordens, die machen... Oh, die machen keinen magischen Schaden. Schade. Jetzt irgendwie vercheckt. Die Dämmernager sind am Start, lustig. Die Dämmernager. Ja, wir stürmen einfach mal hier jetzt rein. Unsere Reiterei kommt auch. Und jetzt gehen wir mit unseren Helden hier auf den... auf den General. Ich verstehe jetzt nicht, warum die nicht angreifen. Hier, unsere Sigma-Söhne gehen mal auf den 10. Da sind sie gut aufgehoben. Nachdem sie ja, schon so geschwächt sind, können sie ruhig gegen die Zombies hier kämpfen. Ist okay. Okay, alles klar. Genetzt. Und als nächstes ist das Ziel angesagt, die, die Banshee hier hinten. Aber wenn Manfred von Karstein tot ist, das tut dann schon arg weh, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch noch die, den Schmaus der Krähen, den wir jetzt hier auf die Can Wraiths casten können. Zaubern können. Oh Mann, der arme Kerl, ich netz ihn natürlich jetzt hier wirklich hart her. Das ist schon ein wenig fies. Hier brauchen wir die Demigreifen da hinten. Und jetzt können unsere
greifen, auch mal hier hinten eingreifen. Wunderbar. So, die Banshee ist das nächste Ziel. Gehen wir mal mit den Speeren her. Unser Lichtmagier ist jetzt leider tot, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, wir brauchen ihn hier eh nicht mehr so dringend. Dann können wir vielleicht die Blutritter einsperren, das wäre cool. Und hier versuchen wir jetzt mal seinen Leichenkahn zu vernichten. Oh shit, die Wölfe haben unseren Luminak übelst zerstört. Verdammt, das ist nicht gut. Vor denen müssen wir jetzt dringend abhauen. Ich hoffe mal, dass wir von denen jetzt wegkommen. Scheiße, unser Luminak flieht. Wisst ihr was? Wir gehen mal mit unseren Greifen hierher. Die brauchen wir jetzt. Wir müssen den retten. Scheiße, wir kriegen jetzt nicht mehr hin, den zu retten. Jetzt ist er tot. Oh nein. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber egal, wir haben noch genug andere Truppen. Gut, dann ist der Plan jetzt ein anderer. Das Problem ist halt jetzt nur noch die Banshee hier, weil wir die nur schwierig platt kriegen werden. Aber jetzt gucken wir mal. Und die Todesmagierin hier, das ist auch ein Problemchen. Da können wir nochmal einen kurzen Flock of Doom casten. Einfach aus dem Grund, weil die Canwraiths hier, diese und jetzt schnappen wir uns die Todesmagierin. Die nehmen ja zusätzlichen Schaden von magischen Quellen. Daher ist das ganz okay. So, und wir haben jetzt aber allerdings schon so ziemlich seine richtig gefährlichen Truppen ausgeschaltet, indem wir Manfred vor allem ausgeschaltet haben. Das ist ziemlich wichtig. Aber es ist echt schade, dass wir jetzt den Luminak nicht mehr haben, weil dieser magische Schaden, der wäre schon jetzt wichtig gewesen, dass wir den noch hätten, weil der hat noch die Banshee. Und so weiter und so fort. Das wäre schon cool gewesen jetzt. Wir versuchen natürlich jetzt richtig seine Offiziere wegzusnipen. Und wir haben halt jetzt halt noch den Kavallerievorteil auf jeden Fall. Das ist auch gut. Aber ich habe leider das mit vercheckt, dass das hier das Dire Pack war. Also das Todesrudel. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass meine Truppen übelst zerschnetzelt worden sind. Ich brauche jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Truppendichte, damit mein General nicht so viel Schaden abbekommt. Sitzt eigentlich die Todesmagierin auf einem Pferd? Nee. Hat er sonst noch irgendwelche Monster? Oh, warum sind die noch nicht da? So, unser General kann sich ein bisschen heilen mal. Wobei, der kann irgendwie weiter draufschlagen. Schon okay. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann läuft, wenn der Patch draußen ist, also wenn die Toon Kings rauskommen. Vielleicht kommt das Video auch erst dann raus, wenn die rauskommen, oder schon nachdem sie rausgekommen sind, mal gucken. Was mich vor allem interessiert, ist, ob die... Ah, das ist nicht gut, dass die jetzt hier gegen die Dämmernager kämpfen, aber egal. Was mich vor allem interessiert ist, ob der der Feuerbogen der Musketeneinheiten dann gefixt wird. Weil, ich meine, es ist halt so, es steht zwar als nächstes in den Patchnotes darüber drinnen, aber beim letzten Mal, als diese Änderung eingeführt worden ist, dass die Musketen nicht mehr richtig feuern können, stand auch nichts in den Patchnotes drin. Also vermute ich mal, dass die... Ja, jetzt einfach auch, dass es, also habe ich die Hoffnung, dass es diesmal auch nicht drin steht, aber trotzdem dann gemacht wird. Und yo. Schönes Match, vielen Dank an meinen Gegner. David Hasselhoff, genau. Lustige Armee. Guter Einsatz mit den Wölfen, das habe ich total vercheckt mit meinem Tempelhof Luminak. Und sorry dafür, dass ich da so dieses Dauernetz hatte. Das war wegen fies. Aber gut, okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht hat euch ja das Bild mal gefallen auch. Mal ein bisschen elitärer. Oder naja, ging so, aber halt mitten im Luminark. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Und danke, bis dann. Ciao.